Wir haben für die nächsten 30 Monate einen Tarifvertrag geschlossen, der für die Beschäftigten vorsieht, insgesamt in dieser Laufzeit 7,5%. Wir haben dies auf drei Zeiträume aufgeteilt. Der erste Zeitraum wird 13 Monate umfassen, der zweite Zeitraum 12 Monate und der dritte Zeitraum 11 Monate. Der zweite 12 wäre unser Wunsch gewesen. Aber es ist nicht durchsetzbar gewesen. Und dann, nachdem 13 und 11, 24 ist, stimmt es? Sie haben es schon erlebt. Wir hatten, das wird jetzt niemand mehr überraschen, launige Momente, entspannte Momente, aber hatten auch die eine oder andere echte Hürde zu nehmen. Unter dem Strich ist jetzt ein Ergebnis da, dass das Beste ist seit vielen Jahren für die Beschäftigten. Es ist ein Ergebnis, das von Leitideen geleitet worden ist. Eine dieser Leitideen war, den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen für Menschen, die eine Beschäftigung aufnehmen.